unterwegs und deshalb ist fast jede Woche ein anderer Computer. Jetzt Herr Karatatov, das kommt jetzt nicht das Blatt. Oder kommt? Ah, gut. Haben wir jetzt alles. Ende gut, alles gut. Okay. Gut, wenn Sie bereit sind, dann fangen die anderen Wiener Weine an. Gut. Ja, ich glaube, es geht jetzt. Guten Abend. Entschuldigung für die Verspätung. Das ist die Anfangsschwierigkeit mit dem neuen Computer. Neuen, alten, aber auf jeden Fall bin ich fast jede Woche von einem anderen Computer gewesen. Oder praktisch jede Woche einen anderen Computer. Ja, weil ich viel unterwegs bin. Auf jeden Fall, Gott sei Dank, klappt es jetzt. Vor einer Woche haben wir begonnen zu sprechen, und zwar über ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das uns alle angeht. Ein Thema, das sehr aktuell ist, dauernd aktuell ist. Und zwar, das nennt sich im Hebräischen Hakarat HaTov. Hakarat HaTov heißt Anerkennung, Dankbarkeit gegenüber einem anderen, der mir etwas Gutes gemacht hat. Wir werden heute von diesem Thema weiterfahren. Dadurch werden wir auch viele Persönlichkeiten des Tanach streifen. Und wir sehen, wie wichtig das ist, wie diese Eigenschaft ist ein Yesod, ein Fundament in unserem Leben. Wir haben schon vorige Woche erwähnt, dass nachdem Adam und Chava, die ersten Menschen, gesündigt haben, sie haben gegessen vom Eitz Hadaat, vom Baum der Erkenntnis, gegen den Willen Gottes. Und Gott ist dann zu ihnen gekommen und hat sie gefragt, was habt ihr gemacht? Und dann haben wir eben besprochen die Antwort von Adam, der gesagt hat, Ha'isha, die Frau, Asher Natata Imadi, die du mir gegeben hast, sie hat mir von diesem Baum gegeben und ich habe gegessen. Das heißt, anstatt zu sagen, mein lieber Gott, ich habe gesündigt, habe dich nicht gefolgt, hat er Gott beschuldigt. Er hat gesagt, du bist schuld, du hast mir die Frau gegeben. Und wie wir gesprochen haben, er alleine hatte diese Frau haben wollen. Er hat ja gesehen, dass alle Tiere, nachdem sie bei ihm vorbeigezogen sind, und alle einen Namen gegeben hat, hat er gesehen, dass jeder einen Partner, Partnerin hat. Und nur er ist der einzige Geschöpf auf der Welt, der keine Partnerin hat. Und deshalb hat er gesagt, lieber Gott, ich bin alleine. Und sofort hat Gott einen tiefen Schlaf, haben wir vorige Woche besprochen, auf ihn geworfen und hat dann hinausgenommen, wie wir gesagt haben, oder die Rippe, oder wie Rashi, Talmud lernen, die Seite, die Hinterseite ab. Geschnitten, die eine weibliche Seite war bei der Schöpfung und hat daraus die Frau geschaffen. Das heißt, im Prinzip hat ja Adam haben wollen eine Partnerin, eine Frau und hat das auch so verlangt von ihm, hat dafür gebetet und jetzt beschuldigt er quasi, wenn man das so sagen darf, dem lieben Gott, dass er schuldig ist, dass er ihm diese Frau gegeben hat. Und auch nachdem Gott gekommen ist, aha, sagte er, gut, die Frau ist schuldig, gut, dann gehe ich zu der Frau. Als Gott zu Chava gesagt hat, was hast du gemacht? Sie hat gesagt, die Schlange, die hat mich verführt. Haben wir vorgelesen den Midrash, unsere Weisen sagen, hätte Adam oder Chava gesagt, mein lieber Gott, ja, Hatati, wir haben gesündigt, ich habe gesündigt, ich habe dich nicht gefolgt, hätte Gott ihnen die Sünde vergeben und wir hätten uns gespart, die ganze Isurim, Leid, die Pein, die Plagen, Kriege, Krankheiten, den Tod, alles, was auf der Welt gekommen ist, wegen dieser Sünde. Das alles hätten wir uns erspart. Warum sagt er mir das? Weil er nicht sofort gesagt hat, ja, mein lieber Gott, ich habe gesündigt. Im Gegensatz stellt er mir das hinzu, wenn wir über andere Gelegenheit sprechen, weil David Hamelech,
als der Nathan Hanavi, der Prophet Nathan, zu ihm gekommen ist, wegen der Geschichte von Bathsheba, und David sofort gesagt hat, ohne Aber und Wenn, Chatati, ich habe gesündigt. Punkt. Eingesehen hat. Im ähnlichen Fall haben wir gerade auch, was haben wir bei Saul beim ersten König, Saul Amelech, König war vor David, das ist nicht unser Thema jetzt, aber auf jeden Fall, er hat auch nicht sofort zugegeben. Auf jeden Fall hätten sie zugegeben, sofort hat Gott ihnen vergeben die Sünde. Auf jeden Fall sehen wir, wie schwerwiegend das war, dass Adam und Chava nicht sofort als alleine schon aus dem Grund, Hakarat Hatov, als Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er sie beschaffen hat, dass er sie zusammen beschaffen hat, dass er eine Partnerin hat und sie einen Partner hat. Allein aus diesem Grund gesagt hätten, liebe Gott, ja, wir wissen, anerkennen den Fehler, den wir gemacht haben, sondern haben es versucht abzuleugnen, das Gute, das Gott ihnen gemacht hat. Und deshalb haben wir heute, seit eben 5775 Jahren, haben wir diese Leiden auf der Welt. Wir werden heute noch einige Beispiele, sehr lehrreiche Beispiele bringen aus dem Tanach. Was für eine Kraft das hat, Hakarat Hatov. Dankbarkeit. Auf meinen Mann. Ja. Auf meinen Mann, dürfte ich Sie was fragen? Ja. Und zwar möchte ich gerne wissen, wir sagen ja in Kabbalat Shabbat, ja. Der Ewige regiert, fest steht die Welt, sie wankt nicht. Das ist im Psalm 96. Ja. Sprechen Sie etwas lauter. Also wir sagen ja in Kabbalat Shabbat im Psalm 96, der Ewige regiert, fest steht die Welt, sie wankt nicht. Ja. Das heißt, wenn er nicht regiert, wankt sie. Jetzt ist die Frage, wenn wir aber sagen, dass am siebten Tag, eben am Shabbat, Gott, also bevor oder nachdem Adam und Chava erschaffen wurden, dass er da geruht hat, mal ganz dumm ausgedrückt, was hat er gemacht oder wie muss ich das verstehen? Was ist da? Wer hat was gemacht? Gott, was ist an dem Tag passiert? Wann, am Shabbat? Ja, wenn Gott ruht, ich meine, wenn er ruht, dann müsste die Welt wanken. Nein, das ist nicht der Sinn davon. Ich will noch kurz darauf eingehen. Wir sagen es auch bei Kiddush von Freitagabend. Sagen wir Folgendes. Wir nehmen den Becher in die Hand und wir sagen drei Sätze, die stehen ziemlich am Anfang der Tora, und zwar am siebten Tag. Und dort steht, sagen wir, Gott hat vollendet Himmel und Erde. Dann steht, Gott hat vollendet am siebten Tag seine Arbeit, die er gemacht hat. Ja. Und er ruht am siebten Tag von seiner Arbeit, die er gemacht hat. Ja, aber wie kann das sein? Wie kann Gott? Einen Moment. Eigentlich sehen wir hier einen Widerspruch. Einerseits steht, Gott hat vollendet die Arbeit am siebten Tag. Und dann steht, Gott hat geruht am siebten Tag. Entweder oder. Stellt sich die Frage, rasch zur Stelle bringt die Frage. Entweder oder. Was heißt das? Hat Gott noch etwas gemacht am siebten Tag? Oder hat er geruht am siebten Tag? Beides geht nicht. Wenn er sagt, ich habe meine Arbeit am Montag fertig gemacht, dann habe ich am Montag nicht geruht. Wenn steht, dass Gott hat am siebten Tag seine Arbeit fertig gemacht und danach anschließend steht, Gott hat geruht am siebten Tag, ist das ein Widerspruch. Eine Antwort sagt Rashi. Mit dem, dass der liebe Gott geruht hat am siebten Tag, mit dem hat er am siebten Tag die Arbeit fertig gemacht. Was heißt das? Die Ruhe, die Schöpfung benötigt die Ruhe. Die Ruhe ist die Vollendung der Schöpfung. Mit dem, dass Gott nichts gemacht hat, mit dem hat Gott vollendet die Schöpfung am siebten Tag. Das heißt, Gott hat mit dem gezeigt, dass auch abgesehen davon, wir sagen ja nachher zwei Sachen, Gott hat gesegnet den siebten Tag und hat ihn geheiligt. Denn an dem Tag hat er geruht. Die Welt braucht einen Ruhetag. Abgesehen davon, bei uns ist Schabbat ein heiliger Ruhetag. Aber ganz generell benötigt die Welt einen Ruhetag. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass alle Völker einen Ruhetag eingebaut haben, sieben Tage.
die haben das von uns genommen, die Christen haben das verschoben auf den Sonntag und die Araber haben es verschoben auf den Freitag. Auf jeden Fall, die Welt benötigt eine Ruhe. Das heißt, mit der Ruhe, mit der man ruht, das ist die Vollendung der Schöpfung. Es geht nicht anders. Wenn wir vielleicht schon von diesem Satz reden, werde ich noch hinzufügen etwas. Bei uns ist es nicht nur irgendein Ruhetag, dass man nicht zur Arbeit geht und das Geschäft ist geschlossen. Es ist vielmehr auch ein, Gott hat geheiligt den Tag. Was heißt geheiligt? Dieser Tag ist ein heiliger Tag. Ja, wir machen Kiddush, wir davenen, wir lernen, wir machen keine Arbeiten, die 39 Melachot, die verboten sind am Shabbat. Und wie der Rachaim HaKadosh sagt, dass dieser Tag ist praktisch der Motor oder das Benzin der ganzen Welt. Würde dieser Tag nicht sein, dieser Ruhetag, gäbe es keine Welt mehr. Dieser Tag, denn steht später, steht, sagen wir, Kisheshet Yamim, Asa Hashem et Hashmaim et Haaretz. In 6 Tagen hat Gott erschaffen Himmel und Erde. Was heißt 6 Tage hat Gott erschaffen Himmel und Erde? Steht nicht für, steht nicht in 6 Tagen, steht 6 Tage. Die ganze Welt ist nur erschaffen worden für 6 Tage. Sobald das jüdische Volk ruht und heiligt den 7. Tag, hat die Welt eine Berechtigung für noch 6 Tage zu stehen. Das heißt, der Schabbes ist praktisch mit dem, gerade mit dem Nichtsmachen, mit dem Ruhen, mit dem Heiligen des Schabbes, gerade das ist der Motor, das Benzin für die nächsten 6 Tage, dass die Welt Bestand hat für die nächsten 6 Tage. So hat Gott die Welt erschaffen. Das heißt, wir können es einfach verstehen. Ein Mensch kann nicht immer arbeiten. Er benötigt einen Ruhetag. Das ist eine einfache Erklärung. Und die zweite, was uns angeht, uns jüdisches Volk, müssen wissen, mit der Ruhe des Schabbes, mit dem wir heiligen den Schabbes, nicht nur ruhen, sondern den Schabbes heiligen, mit dem, dass wir keine Arbeit machen, Verbot arbeiten, mit dem wir Kiddush machen und so weiter, die Pflichten machen, die uns obliegen am Schabbat, mit dem machen wir, dass die Welt Bestand hat für weitere 6 Tage. Das ist der Schabbat. Der Schabbat ist das Fundament des Bestandes der Welt. Der Schabbat mit dem Nichts machen. Und deshalb, das ist das Fundament der Welt. Auch wenn man nichts macht. Das heißt, wir machen schon viel, aber keine Arbeit, sagen wir, keine 39 Arbeit machen wir nicht. Und das ist der Bestand der Welt. Gut, gehen wir zurück zu unserem Thema. Dankeschön. Bitte. Wir werden vielleicht ein bisschen nach der Reihenfolge gehen, wie es in Tanach steht. Und wir werden beginnen einmal mit unserem Patriarch Jakob. Ich habe hier kopiert einen Artikel. Wir geben jede Woche hinaus Artikel zum Wochenabschnitt. Vor einigen Jahren haben wir, das ist von Rafrant, haben wir das übersetzt. Rafrant zu Pastor Wischlach. Das ist ein fantastischer Artikel, wir werden das gemeinsam lesen, ich hoffe, ihr seht das auch, diesen Artikel. Und wir werden dann auch verschiedene Sachen werde ich hinzufügen, soweit die Zeit reicht zu diesem Artikel. Der Tur. Tur, das ist, das gelebt vor 700 Jahren, das war ein Sohn von Rosh, Rabbeinu Asher, von den Rishonim. Und er hat eine Gesetzessammlung geschrieben, hat es genannt die Arba Turim, 4 Spalten, wenn man das wörtlich übersetzen will. Und der Tur im Siman heißt es im Kapitel 417 schreibt, bei den Gesetzen von Rosh Chodesh, vom Neumondstag, wir wissen doch, wir haben 3 Wallfahrtstage, also 3 Yamim Tovim, 3 Chagim, während des Jahres, die in der Tora, wir haben etwas mehr, weil in der Zeit, ist hinzukommen, Chanukka, Purim und so weiter, Tu Bishvat. Aber von der Tora aus gibt es die 3 Wallfahrtstage. Das heißt Wallfahrt, an dem man nach Jerusalem gehen musste mit der ganzen Familie und dort Feiertagsopfer darbringen musste. Sagt der Tur folgendes, Rabbeinu Jakob Bar Asher hieß er, der Sohn von Asher, dass die Wallfahrtsfeste den Vorvätern zugeordnet werden können. Pesach gehört zu Abraham. Wir erklären es dann gleich.
wie im Pasuk-Vers angedeutet wird, knete und backe Brote. Diese Brote, das in der Tora wird das genannt Ugot, Anfang von Vayera, als die drei Engel in Form von Menschen gekommen sind zu Abraham, war es der erste Tag Pesach. Und das war der dritte Tag von einer Brit Milah, von seiner Beschneidung von Abraham. Abraham war sehr schwach. Gott wollte eigentlich keine Gäste kommen lassen in diesem Tag und hat die Sonne aus ihrer Hülle rausgebracht. Der Tag war sehr heiß. Und als Gott gesehen hat, dass Abraham sehr traurig ist, dass keine Gäste kommen, jeden Tag hat er Gäste bewirtet. Das war sein ganzes Lebensziel. Er hat die Leute zu essen, zu trinken gegeben und hat nach ihnen erklärt, als sie ihm danken wollten, hat er erklärt, dass man nicht ihm danken muss, sondern dem lieben Gott. Das hat, und als er eben traurig war, dass keine Gäste gekommen sind, hat Gott geschickt drei Engel, die sowieso auf der Welt kommen mussten, in Form von Menschen, damit Abraham sich freut, dass doch Gäste gekommen sind. Und Abraham rennt ins Zelt und sagt zu Sarah, Lushi, was sie Ugot knete und backe Kuchen oder Brote. Und, wie es hier bringt, gemäß der Belieferung, besuchten die Engel Abraham am Pesach. Wir kommen Details nach. Shavuot, der zweite Feiertag, gehört zu Yitzchak, weil der Shofarton bei der Übergabe der Torah mit dem Horn des Wieders erfolgte, der anstelle von Yitzchak oder Kedah Yitzchaks geopfert wurde. Wir wissen, im letzten Moment hat Gott zurückgehalten Abraham, dass er seinen Sohn Yitzchak nicht schlachten darf. Und anstelle von diesem, von Yitzchak hat Gott einen Wider geschickt. Der Wider wurde geschaffen in der Dämmerung des sechsten Tages im Paradies, kurz vor Schabbat geworden ist. Und dieser Wider ist dann gekommen. Und anstelle von Yitzchak hat Abraham hat ihn geopfert auf dem Altar. Dann, Sukkot, schlussendlich wird Jakob zugeordnet, so wie geschrieben steht, und für sein Vieh baut er Hütten, Sukkot. Deshalb wurde der Ort Sukkot genannt. Also ziemlich unklar, warum entsprechen die drei Feiertage unseren Patriarchen Abraham, Yitzchak und Jakob. Zwar bringt der Tur einige Erklärung, aber die Erklärung bedarf einer weiteren Erklärung. Rav Meir Bergmann stellt in seinem Buch Share Ora, das ist ein heutiger Rosh Yeshiva, eine offenkundige Frage. Wir verstehen, dass Pesach mit Abraham verbunden wird, weil es aufforderte, Matzot für die Gäste zu backen. Und wirklich, die Gäste, das war dann das eine der Gäste aufgestanden, Malach Michael, und hat dann verkündet, dass in genau einem Jahr, also am nächsten Pesach, am ersten Tag Pesach ist Yitzchak geboren, genau in einem Jahr wird Sarah ein Kind haben, den Yitzchak. Warum? Das macht Sinn. Zu Abraham gehört das Attribut von Chesed, Wohltätigkeit, und das Zubereiten von Speise und das Bedienen von Gästen symbolisiert Wohltätigkeit im Kern von Abrahams Wirken. Nun ist nicht ganz klar, was hat es mit Pesach zu tun, aber das ist doch klar. Wir wissen, am Pesach gibt es eine spezielle Mitzwa, dass wir die Arme einladen müssen. Wir müssen sorgen, dass kein armer Mann kein Matza und Wein für die vier Becher am Pesach hat. Eine spezielle Mitzwa außer Zdaka. Zdaka müssen wir das ganze Jahr geben. Aber am Pesach macht müssen es die Leute sorgen oder die Wohltätigkeitsfonds der Stadt sorgen, dass jeder Jude, der es haben möchte, dass er Matzah und Wein für Pesach hat. Und deshalb sagen wir am Anfang von der Gada, wer sich erinnern kann, Kol dichfin yese v'yechol. Jeder Hungrige komme und esse. Also Pesach ist ganz speziell an dem Tag, an dem wir feiern, den Auszug aus Ägypten, wir fühlen uns frei. Müssen wir schauen, dass alle Menschen, alle Juden sich frei fühlen sollen. Und deshalb sind wir dazu aufgefordert zu schauen, dass alle zu essen und zu trinken, speziell Matzah, Maror und vier Becher Wein haben sollen am Pesach. Also auf jeden Fall,
Pesach können wir gut verstehen als Verbindung mit Abraham. Wir können auch begreifen, dass Shavuot zu Yitzhak gehört, weil das Shofar vom Berg Sinai vom Wider der Kedah herstammt. Auch das macht Sinn. Yitzhak ist das Sinn, das heißt so. Im Pirkei Rabbeleser, im Midrash, das Rabbeleser ben Horkenos geschrieben hat, ein Schüler von Rabbi Yochanan ben Zakkai, ich lese euch vor, steht folgendes. Als der Engel zurückgehalten hat Abraham, dass er seinen Sohn Yitzhak nicht schächten soll, und Abraham war absolut damit nicht zufrieden. Er hatte das Teuerste, das er hatte, hatte für Gott opfern wollen. Hat Gott geschickt einen Wider, der ist gerannt, zu Abraham. Und Abraham hat dann diesen Wider dargebracht anstelle seines Sohnes Yitzchak. Und bei jeder Tat, die er gemacht hat, bei dem Opfer, als er geschächtet hat, als er dem Blut gespritzt hat auf dem Misbeach, als er dargebracht hat, den Wider auf den Altar, auf dem Misbeach, hat er immer gesagt, das ist anstelle meines Sohnes. Also alle Arbeiten, die er bei der Opferdarbringung des Widers gemacht hat, hat er gesagt, bei jeder Sache, das ist Anstatt, ich wollte eigentlich meinen Sohn Yitzchak, der liebe Gott lässt es nicht zu, also alles, was ich mache, ist anstelle des Sohnes. Sagte mir das schlussendlich, als der Wider verbrannt wurde, aber nicht alles ist verbrannt worden. Wir werden sehen, was nicht. Weil auch bei einem Opfer verbrennt man nicht alles. Die Hörner sind geblieben, die Haut ist geblieben und wir werden auch Sehnen von diesem Wider sind geblieben. Sagt Rab Chinina ben Dosa. Von diesem Wider ist nichts, wie soll das übersetzen, Levatala, ist nichts einfach für nichts gewesen. Jede Sache von diesem Wider hat einen Zweck gehabt. Die Asche des Widers, das ist später gewesen, das Fundament des inneren Altars des Tempels. Die Sehnen des Widers, das sind die 10 Sehnen von diesem Wider, das waren die 10 Saiten von der Harfe von David HaMelech. Das heißt, David HaMelech hat ja musiziert, er hat nicht nur das Tehillim verfasst, er hat es auch gesungen und mit seiner Geige, mit seiner Harfe hat er gespielt und die Saiten seiner Harfe stammen von diesem Wider. Das Feld von diesem Wider, das ist ein Lendenschutz, ein Gürtel von Eliyahu Hanavi, vom Propheten Eliyahu, so wie steht, Eliyahu war umgürtet mit einem ledernen Gürtel, der stammt auch von dem Widerfell von Yitzchak. Die 2 Hörner von diesem Wider, mit dem linken Horn hat der liebe Gott geblasen beim Berge Sinai, so steht, die Stimme des Schofars ertönte beim Berge Sinai, und das rechte Horn, mit dem wird Gott zukünftig blasen, wenn er uns erlösen wird. Wir sagen das auch Rosh Hashanah bei diesem Satz, zitieren wir als Propheten Yeshayahu, steht, Vahaya b'yamahu yitaka b'shofar gadol. An jenem Tage bei der Erlösung wird mit einem großen Shofar geblasen werden. Das ist der Shofar von Eliyahu Hanavi. Der Shofar von Akedat Yitzchak. Auf jeden Fall, beim Berg Sinai wurde geblasen mit einem linken Horn von diesem Wider. Das macht Sinn. Yitzchak ist das Sinnbild für Opferbereitschaft. Sirut Nefesh. Abraham und Yitzchak, speziell Yitzchak, war bereit, sein Leben zu opfern für Gott. Er sagt, ja, Gott will mein Leben haben, ich schenke es ihm. Diese Eigenschaft wird durch den Wider repräsentiert, der Yitzchak ersetzte, welcher bereit war, sich als Opfer hinzugeben. Das passt gut zum Leitgedanken der Übergabe der Tora am Shavuot, weil wir auch dafür etwas von dieser Opferbereitschaft benötigen. Wir brauchen, um die Tora einzuhalten, benötigen wir auch eine Opferbereitschaft. Es ist nicht so einfach,
alle Gesetze der Tora einzuhalten. Absolut nicht. Aber im Großen und Ganzen darf man sagen, Sachen, die sehr leicht einem Menschen ankommen, die sind nicht unbedingt gut. Meistens die Sachen, die man schwer erreicht, für die man sich anstrengen muss und viel einsetzen muss, das sind die guten Sachen. Und das ist eben bei der Tora. Das ist ganz klar, wir brauchen Opferbereitschaft, das darf man nicht machen und das darf man nicht essen und Schabbat muss man halten und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Gesetze, auch schwere Gesetze, angenehme Gesetze, aber auch schwere Gesetze und es benötigt eine Opferbereitschaft. Also die Opferbereitschaft von Yitzchak passt natürlich sehr gut zu der Opferbereitschaft, die wir gezeigt haben am Shavuot, am Tage der Gesetzesgebung. Als wir dem lieben Gott gesagt haben, Nase will ich mal, ja, lieber Gott, wir werden machen, wir werden hören, wir sind bereit, alles zu machen, was wir nachher hören werden. Beide Hinweise machen Sinn. Aber wieso versinnbildlich das Bauen von Hütten für die Schafe die Essenz von Jakobs wird? Das hat absolut keinen Sinn. Weil Jakob gebaut hat Hütten für seine Schafe und da hat man den Platz Sukkot genannt, das ist schon echt, muss man auch verstehen, weil man Hütten baut für Schafe, muss der ganze Ortschaft Sukkot heißen. Das ist auch eine Sache, die schwer zu verstehen ist. Aber noch mehr, was hat das zu tun mit Jakob, mit unserem Feiertag Sukkot? Das ist absolut, sehen wir hier, eigentlich oberflächlich keine Verbindung. Frau Bermann gibt eine wunderschöne Erklärung zum Kommentar des Tur. Der Or HaChaim stellt zum obigen Pasuk folgende Frage. Muss der Ort wirklich Sukkot genannt werden, einfach weil Jakob hier kleine Hütten für sein Vieh aufgestellt hat? War dies eine derart wichtige Tätigkeit, nach der der Ort für alle Zeiten mit dem Namen Sukkot benannt werden musste? Sagt Or HaChaim HaKadosh, der vor 72 Jahren gelebt hat, Chaim Ben Attar, der einen klassischen Perush, Erklärung zur Tora geschrieben hat, der heißt Or HaChaim, mit dem Zusatznamen nennen wir Or HaChaim HaKadosh, war ein heiliger, großer Mann. Am Ende seines Lebens ist er nach Israel gezogen, aus Marokko. Der Or HaChaim antwortet, dass Jakob mit dem Sukkot etwas Revolutionäres für sein Vieh tat, etwas, was vor ihm noch niemand in der ganzen Weltgeschichte getan hat. Jakob war der Erste, der für sein Vieh einen Stall baute. Um diese bahnbrechende Tat zu verewigen, nannte man diesen Ort für alle Zeiten Sukkot. Die Antwort ist sehr schön, aber die Antwort des Rachaim bedarf jedoch eine zusätzliche Erklärung. Und Rav Bergmann erklärt dies wie folgt. Und jetzt kommen wir zu Josef. Wir haben ja vorige Woche von Josef gesprochen. Parshat Vayeshev enthält die Geschichte, wie Josef von Potiphars Frau auf die Probe gestellt wird. Unsere Weisen sagen, dass Josef, als er drauf und dran war, verführt zu werden, was ich dachte, wie kann ich das nur tun? Ihr Ehemann war gegenüber mir so großzügig. Er gab mir Arbeit, er gab mir Unterkunft. Wie kann ich so undankbar sein und so schändlich handeln? Was heißt das? Als Josef, wir haben vorige Woche darüber gesprochen, verkauft wurde von seinen Brüdern, die Ishmaelim, die Araber haben getragen nach Ägypten und Potiphar, das war ein Fürst von Pharao, vom König Pharao, hat dann Josef gekauft. Und so ist Josef dann ein Knecht geworden bei Potiphar. Und als er gesehen hat, die Fähigkeiten von Josef, hat er ihn gemacht, hat ihn eingesetzt über sein Haus, als Verwalter eingesetzt in seinem Haus und hat nichts geschaut, was Josef macht. Ihm war alles recht. Er gewusst, dass dieser Mann hat ihm alles übergeben, sagt die Tora, praktisch, außer seine Frau. Das ist seine Frau. Aber sonst hat er alles, hat er geschaltet und gewaltet, den Josef im Hause von Potiphar. Und die Frau hat sich angelegt mit dem Josef, die Frau von Potiphar, die hieß, im Midrash steht es, sie hieß Selicha. Und diese Selicha hat dann begonnen,
den Josef zu plagen, ihn zu führen, sie wollte mit ihm zusammen wohnen. Er hat es verneint, ein Jahr hat sie ihn versucht zu verführen. Also 12 Monate lang, es war ein Winter, ein Sommer, wie die Tora sagt, in 12 Monate hat sie versucht, ihn zu verführen und ist nicht gelungen. Außer, die Tora erzählt dann, war in einem bestimmten Tag gekommen und niemand war im Hause, was war ein Feiertag, alle sind gegangen feiern und Sedich hat gesagt, sie ist krank, sie fühlt sich nicht wohl und ist zu Hause geblieben und gedacht, das ist meine Gelegenheit heute, niemand ist hier, dass heute wird es mir gelingen, den Josef zu verführen. Und wie alle die Geschichte kennt, Josef ist geflüchtet, sobald sie ihn angepackt hat, war ihm gesagt, er kommt zu mir, sie hat angepackt beim Kleid, zu dem kommen wir nachher auch noch zurück, dann hat er das Kleid, hat er diesen Obermantel, den hat er schnell ausgezogen, wie ihr gelassen und ist geflüchtet. Das müssen wir natürlich auch verstehen, kommen wir später darauf zurück. Warum hat er nicht denn das Kleid gerade mitgezogen, wenn er geflüchtet ist? Da hat er gewusst, dass das ein Nachteil ist, wenn sie sein Kleid besiegt. Aber auf jeden Fall nachher darüber. Was war die Überlegung, sagen wir weisen, die Hauptüberlegung bei Josef? Natürlich, er hat der Selicha gesagt, wie kann ich das Große, das Schlechte machen gegen Gott und sündigen? Denn Unzucht ist verboten, nicht nur für Juden, auch für alle Menschen der Welt, dass ein Mann nicht lebt mit einer Frau ein anderes Mannes. Sie hat einen Mann, Selicha hat einen Mann, den Potiphar, und dann ist verboten, für alle Leute der Welt mit dieser Frau zusammenzuleben. Und deshalb hat Josef sich ausgedrückt und hat gesagt, interessanterweise als Einleitung sagt er, ich lese vor, er aber weigerte sich, Josef weigerte sich und sprach zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich, darum ich habe um nichts, was im Hause vorgeht. Mein Herr hat mir alles, volles Vertrauen geschenkt, hat mir alles übergeben. Und alles, was ihm gehört, gab er in meine Gewalt. Er selbst ist in diesem Hause nicht angesehener als ich und er hat mich nicht das Geringste vorenthalten, außer dir, da du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Schlechtigkeit begehen und gegen Gott sündigen? Sie sagte eigentlich zwei Sachen, Josef. Er sagt nicht einfach, wie ein kurzer Satz, wie kann ich sündigen gegen Gott? Punkt. Hier haben wir eine Einleitung. Er sagt zuerst ganz etwas anderes. Er spricht von seinem Herrn und sagt eigentlich, wie kann ich so etwas Schändliches gegen meinen Herrn machen? Das sagt er. Er bringt es später. Das heißt, dass nicht nur die Sünde gegen Gott ihn abgehalten hat. Dass der Hakarat HaTov, die Dankbarkeit gegenüber seinem Herrn, er ist als ein Knecht gekommen nach Ägypten, hat ihn verkauft. Er ist ein Fremdling, allein in ganz Ägypten, hat niemand von seiner Familie. Potiphar hat ihn herrlich aufgenommen in seinem Haus, hat ihm alles vertraut, hat ihm alles übergeben. Und jetzt sagt er, soll ich gegen ihn so etwas Schändliches machen und mit dir zusammen sein? Wie kannst du nur so etwas verlangen von mir? Wie kann ich etwas Schändliches gegen meinen Herrn machen? Zusätzlich gegen Gott sündigen. Jetzt fügt er noch etwas hinzu. Noch einen Punkt, der sehr wichtig ist. Was war es, das Josef zu diesem gewissen Wissen brachte? Das ist noch ein Stück hinzu. Das gibt noch ein klares Bild für die ganze Sache. Das Business seines Vaters erschien in diesem Mund am Fenster. Unsere Weisen sagen, wenn das geschehen ist, diese ganze Geschichte, hat er plötzlich seinen Vater vor sich gesehen in einer Vision. Und Tosafot im Traktat Sota erklärt, von wo wissen unsere Weisen dies, dass sein Vater ihm erschienen ist bei dieser Prüfung in einer Vision. Weil im Satz steht Folgendes. Im Satz steht,
Und es war an einem Tage, eben an dem Feiertag, und er kam ins Haus, also das Haus von Potiphar, seine Arbeit zu verrichten. Und dann steht folgendes: Ve'en ish ma'ansha abayit shom babayit. Und als von den Hausleuten niemand drin war im Haus. Kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort. Warum steht von den Leuten des Hauses? Kein Mensch war dort, Punkt. Außer Josef und Selicha. Warum stehen und niemand von den Leuten des Hauses war dort? Das heißt, von den Leuten des Hauses nicht, aber jemand anders. Wer war dort? Weil er nur Selicha und Potiphar. Von dem leiten unsere Weisen ab, ja. Ein Mann von den Leuten des Hauses war nicht dort, aber Jakob war dort. Jakob ist in einer Vision erschienen zu seinem Sohn. Und natürlich können wir sagen, als Mahnung, halt dich ein, halt dich zurück, war nicht leicht für Josef. Ein Jüngling von 17, 18 Jahren, allein in Ägypten, ohne niemand. Niemand sieht es, niemand weiß es, hat keine Familie dort. In seinen vollen Kräften. Viel, viel Überwindung haben müssen. Und sein Vater praktisch ist ihm zu Hilfe gekommen. Aber, wie er es erklärt, ist nicht nur, hat die Vision bewirkt, dass er seinen Vater sieht und zurückschreckt. Diese Vision hat noch etwas Zusätzliches bedeutet. Wollen wir es zusammenlesen? Das hielt ihn davon ab, sich zu versündigen. Was ist die Bedeutung davon? Das bedeutet, dass Jakob seinem Sohn Josef die Hochachtung vor dem Attribut von Hakarat Hatov, von Erkennung einer Dankeschuld gegenüber einem anderen, mitgab. Unsere Weisen leiten dies von der Tatsache ab, dass Jakob Josef, wie wir im Parshat Vayeshev lernen, mit dem Auftrag wegschickte. Als Jakob Josef zu seinen Brüdern schickte, sagte folgendes: Bitte gehe und schaue nach dem Frieden deiner Brüder und wie es den Schafen geht. Also, Jakob sorgt sich um seine Söhne, hat länger schon nichts mehr gehört. Er hat in Hebron gewohnt, sie sind nach Shechem, nach Nablus gegangen mit den Tieren und hat schon einige Tage nichts gehört, hat sich gesorgt. Ja, wenn ein Mensch sich sorgt um seine Kinder, ist ihm die ganze Welt egal. Und hier sehen wir etwas Interessantes. Er sagt zu Josef folgendes: Geh, schaue, was deine Brüder machen und wie geht es den Schafen? Wie geht es den Schafen? Das ist jetzt die Sorge von Jakob. Er weiß nicht, wie es seinen Söhnen geht. Interessieren es seine Schafe? Wem interessiert, wenn einer sich sorgt um sein Kind? Zum Beispiel liegt im Spital krank, dann interessiert ihm doch nicht seine Wohnung. Er ist beschäftigt, sein Kind soll am Leben bleiben. Er fürchtet um seine Kinder und legt noch so etwas nebenbei hinzu und schau auch, wie es den Schafen geht. Das heißt, mit anderen Worten, ein Mensch ist demnach verpflichtet, sich um Dinge zu kümmern, von denen er Nutzen zieht. Mit anderen Worten, sogar gegenüber seinen Schafen ist ein Mensch zu Hakarat Hatov verpflichtet. Wenn jemand seinen Lebensunterhalt mit Schafzucht verdient, verlangt das Attribut von Hakarat Hatov, von Dankbarkeit, dass er gegenüber seinen Schafen Wertschätzung erweist. Sie sind es, die ihm seinen Lebensunterhalt ermöglichen. Jakob Avinus, Attribut von Hakarat Hatov, ging so weit, dass er Josef beauftragte, nach dem Wohlbefinden der Schafe zu schauen. Es ist klar, dass für Hakarat Hatov die Dankbarkeit nicht wichtig ist, wer es ist, der uns einen Gefallen erwidert. Verpflichtet ist nur der Begünstigte. Wer mir das Gute gemacht hat, ist egal. Ob es ein Mensch ist oder Tiere sind, spielt keine Rolle. Wir werden sehen, auch zu weniger als Tiere sind wir zur Dankbarkeit verpflichtet. Auf jeden Fall, es kommt deshalb nicht darauf an, ob ich von einem Stein, einem Schaf oder dem Nil, dem Fluss von Ägypten, Nutze ziehe. Das Judentum verpflichtet mich, alles zu achten, das mir Wohlbefinden, Schutz oder Lebensunterhalt gibt. Das war die Lehre unseres Vorvaters Jakobs. Der Auftrag, nach den Schafen zu schauen,
war für ihn eine Lehre für den Rest seines Lebens. Als Josef gehört hat, den Auftrag seines Vaters Jakob, hat er gesagt, aha, ich habe hier eine Lehre mitbekommen für mein ganzes Leben. Was? Hakaratatov. Dankbarkeit zeigt gegenüber alles, was mir Nutzen gebracht hat. Sei nicht undankbar. Schätze die Wohltaten, die man dir angedeihen lässt. Als Josef die Prüfung mit der Frau seines Herrn bestehen musste, erschien ihm das Bild seines Vaters am Fenster, welches die Lehren von Jakob versinnbildlichte. Und das ist, was Josef ausgedrückt hat. Wie kann ich gegen meinen Herrn so undankbar sein? Er hat mich aufgenommen, er hat mich hereingebracht ins Haus, er hat mir alles übergeben, er hat mir Vertrauen geschenkt. Nein, kommt nicht in Frage, dass ich diese Sünde mit dir mache. Das Bildnis seines Vaters stellte nicht nur eine Warnung vor der schweren Sünde von Unzucht dar. Es warnte ihn vielmehr vor der schweren Sünde von Undankbarkeit. Das war es, was Josef zurückhielt. Also wir sehen hier ein Beispiel, dass Dankbarkeit kann einen Mensch sogar retten von schweren Sünden. Und hier möchte ich, wenn wir jetzt schon bei Josef sind, noch etwas hinzufügen, das ich auch vor kurzem, hat mir jemand einen Artikel gegeben, dort gefunden habe. Sehr interessant. Und der Ramban, der Nachmanides zur Stelle, spricht davon. Wir haben also jetzt gerade gesagt, die Frau, diese Rich, hat den Josef angepackt bei seinem Kleid, weil sie wollte, dass er nicht weggehen soll, nicht wegrennen soll, dass er mit ihr schlafen soll. Und was hat Josef gemacht? Er hat hurtig das Kleid ausgezogen und sie ist mit dem Kleid in der Hand geblieben und er ist geflüchtet. Fragt der Ramban zur Stelle, wieso hat Josef so etwas gemacht? Wieso hat er nicht das Kleid, er war ein starker junger Bursche, herausgerissen hat von der Hand von Selicha und geflüchtet mit dem? Hat er genau gewusst, dass dieses Kleid ihn benachteiligen wird, dass ein Indiz dafür sein wird, wie sie es nachher verkehrt erzählt hat, die Geschichte. Sie hat dann zeigen können, wenn er mitnimmt das Kleid und sie sagte, Josef hat mit mir Böses machen wollen, wird mir sagen, ja, bring einen Beweis. Aber jetzt hat sie den Beweis in der Hand. Also ein klarer Beweis, dass Josef bei ihr war. Die hat ja das Kleid Josef bei ihr. Wieso hat, sagt der Mann, ich hat er herausgezogen, das Kleid, dass sie dachte, kein Indiz dafür hat, dass Josef bei ihr war. Wieso hat Josef etwas gemacht? Sagt der Ramban, wir kommen wieder zurück zum Gleichen. Sagt der Ramban, er war dankbar gegenüber seiner Herrin, die ihn verköstigt hat, zusammen mit dem Mann ein ganzes Jahr zu essen, zu trinken geben, schlafen geben, alles gegeben, was er benötigt. Hat er nicht mit Kraft ihr etwas entreißen wollen. Stellen Sie sich vor, er war bewusst, sagt Ramban, was das bedeutet, das Kleid dort zu lassen. Er war wohl bewusst, was nachher kommen kann. Dennoch, sagte, war er nicht fähig, das Kleid zu entreißen von ihren Händen, weil sie seine Herrin war. Und er wollte ihr nicht mit Kraft etwas entreißen, aus Ehre, aus Dankbarkeit seiner Herrin gegenüber, obwohl sie ihn zu einer Sünde verleiten wollte, aber aus Dankbarkeit gegenüber seinen Herrn wollte das Kleid nicht. So weit ist das gegangen, obwohl er genau verstanden, dass es sehr nachteilig für ihn ist, dass das Kleid bei der Frau von Potiphar bleibt. Und wirklich, das hat sie später benutzt gegen ihn. Sie hat Angst gehabt, dass er mit denen erzählen, dass sie wollte ihn verführen. Ist sie von ihm zuvor gekommen, hat begonnen zu schreien, da sind Leute von draußen gekommen. Da hat sie gesagt, schaut, mein Mann hat hier einen Knecht gekauft, einen Fremdling, der ist zu mir gekommen, als alle weg waren. Sie hat sich krank gestellt und zu Hause geblieben und wollte mit mir sündigen. Und da habe ich begonnen zu schreien, da habe ich ihn gepackt beim Kleid und ist er entlaufen, schaut, ich habe sein Kleid da. Natürlich, das war dann ein starker Beweis gegen Josef. Und dennoch hat er das Kleid bei ihr gelassen. Das hat dann dazu geführt, man hat ihn verurteilt. Und nach 12 Jahren ist Josef wegen dieser Geschichte
in dieser falschen Verleumdung, diese Verleumdung, diese 12 Jahre später im Gefängnis gewesen. Bis 30, mit 17 ist gekauft worden, mit 18 ein Jahr war er Potiphar dann ins Gefängnis gekommen, wegen der Verleumdung, Beschuldigung der Selicha, und war dann 12 Jahre, mit 30 ist er erst hinausgekommen aus dem Gefängnis. Also die schönsten Zeiten seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht. Gut, Josef ist alt geworden, 110, er war noch 80 Jahre später Vizekönig in Ägypten, aber auf jeden Fall 12 Jahre von seinem Leben hat er nachher wegen dieser Geschichte, hat ihm gekostet, dass er 12 Jahre im Gefängnis gesessen ist. Also wieder Josef Hakaratatov. Die Dankbarkeit hat ihm nicht lassen, mit Gewalt etwas herausreißen aus der Hände von seiner Herrin. Wir gehen weiter in unserem Artikel. Wir kennen nunmehr die Aussage des Orachaim. Die Stadt wurde Sukkot genannt, weil Jakob der erste Mensch der Weltgeschichte war, der Hütten für seine Tiere aufstellte. Das ist ungefähr 2200 Jahre nach der Schöpfung der Welt. Wieso war dies so bedeutend? Jetzt können wir dies verstehen. Das Gefühl von meinen Schafe soll nicht draußen in Regen, Schnee und Hitze ausharren. Sie sorgen für mich, deshalb muss auch ich für sie sorgen. War eine Eigenschaft von Jakob Avinu. Es geht hier nicht um Vermögensverwaltung. Warum? Dass die Schafe deshalb fetter und deshalb einen höheren Verkaufspreis erwirken würden. Es geht um, sogar einem Schaf bin ich zu Dank verpflichtet. Ja, das ist dann Seite 3. Ich habe da vergessen weiterzuschalten. Ich hoffe, dass ihr weitergeschaltet habt. Jetzt verstehen wir den Tor. Wir feiern das Fest von Sukkot. Jetzt kommt die Erklärung. Der Ausgangspunkt war ja, warum, was hat zu tun der Hütte von Sukkot, von Jakob, mit der Hütte von Sukkot, in dem wir sitzen. Jetzt verstehen wir den Tor. Wir feiern das Fest von Sukkot, weil unser Vorvater Sukkot baute. Jakob lehrt uns Hakarat HaTov sogar gegenüber Tieren, mehr noch gegenüber anderen Menschen und ganz bestimmt gegenüber Gott. Deshalb sitzen wir jedes Jahr in Sukkot und erfüllen die Torah, die Lehre unseres Vorvaters Jakob. Wir danken Gott, dass er uns aus Ägypten herausgeholt und volle 40 Jahre in der Wüste unterhalten hat. In was sind sie gesessen? 40 Jahre in der Wüste? In Hütten? Eine andere Meinung war, dass sie mit Wolken umgeben waren. Aber auf jeden Fall sind sie in provisorischen Hausungen, sind sie gewohnt, 40 Jahre. Und Gott hat ihnen, warum haben sie das gemacht? Sind sie gesessen? Und deshalb feiern wir in Sukkot, um zu gedenken, die Dankbarkeit, dass Gott gemacht hat, dem jüdischen Volk, 40 Jahre haben sie gewohnt in der Wüste und haben ein, kann sagen, relativ normales Leben gehabt. Essen, trinken, ja, steht die Wolken, haben gebügelt ihre, gewaschen, gebügelt ihre Kleider und so weiter. Gehen wir jetzt nicht alle Details, aber also 40 Jahre hat Gott sie herumgenommen und hat sie verpflegt in diesen provisorischen Hütten in der Wüste. Und deshalb sitzen wir am Sukkot in den Hütten, zu gedenken, diese große Dankbarkeit. Dankeschön, darum geht es an Sukkot. Wir sagen dem lieben Gott Danke. Das heißt, das zieht sich von Jakob. Er hat mit diesen Hütten gezeigt, Dankbarkeit seinem Vieh. Sukkot in der Wüste hat Gott, das jüdische Volk, hat gewohnt in Hütten in der Wüste. Deshalb sitzen wir am Sukkot in den Hütten, um zu gedenken die Wohltaten des lieben Gottes 40 Jahre in der Wüste. Das heißt Dankbarkeit. Also so wie Jakob dankbar war seinen Schafen und Sukkot Hütten für sie gebaut hat, so bauen wir Hütten und drücken damit die Dankbarkeit aus gegenüber Gott, der uns herausgenommen hat aus Ägypten und der uns verköstigt hat 40 Jahre in den Hütten in der Wüste. Also, alles unter dem Titel Dankbarkeit.
Bevor wir vielleicht zu Moshe gehen, wollen wir vielleicht noch zuerst von Josef noch einen Punkt bringen. Bei dem Verkauf, wir haben da vorige Woche darüber gesprochen, als die Brüder gesehen hat, dass also Jakob schickt den Josef zu seinen Brüdern. Die Brüder sehen von weit, dass Josef kommt, sitzen zusammen, wie wir gesagt haben, haben sie verurteilt ihn zum Tod. Und dann finden wir, die Tora sagt folgendes, als Reuven hörte, steht nicht, was er gehört hat, steht einfach, Vayishma Reuven, und Reuven hörte, Vayishma steht in Parshat Vayeshev, das ist Kapitel 37, 21, Reuven hörte und er rettete ihn von ihren Händen. Reuven rettete Josef von den Händen der Brüder und sprach, wir wollen ihn nicht erschlagen, sondern werft ihn in diese Grube hinein, aber bringt ihn nicht um. Und was sagt die Tora? Was war der Plan von Reuven? Der Plan war, dass in der Nacht, wenn jemand sieht, wird er kommen und er wird den Josef herausholen aus der Grube und wird ihn nach Hause bringen. Der Midrasch wollte wissen, was hat Reuven gehört. Man könnte sagen, er hat gehört, was die Brüder reden, aber es steht einfach im Satz, Reuven hörte. Es steht nicht, er hörte das Gespräch, er hörte die Argumente der Brüder. Reuven hörte. Was hörte er? Und er hat einen wunderbaren Midrasch. Der Midrasch sagt folgendes. Was hat den Neid der Brüder ausgelöst gegenüber Josef? Außer natürlich der Vater hat mit ihm mehr gelernt wie mit den Brüdern, hat ihm die ganze Tora, die er erhalten hat von Shem und Ever, hat er ihm übergeben von seinen Lehrern. Er hat ihm ein teures Hemd gemacht wie den Brüdern, Ktonet Passim, seidenes Hemd. Aber auch die Träume, die er erzählt hat. Josef hat für seine Brüder Träume erzählt. Der erste Traum war mit Garbenbinden. Er hat gesagt, wir stehen auf dem Feld, wir binden die Garben. Und alle Garben haben sich dann aufgestellt. Meine Garbe ist dann aufgestanden. Und alle eure Garben haben sich gebückt zu meiner Garbe. Aber dann kommt der zweite Traum, nochmals ein Traum. Etwas Ähnliches, aber jetzt mit Sterne. Sonne. Eine kleine Anmerkung. Ich glaube, im Deutschen ist eine Garbe ein Heuhaufen, richtig? Garbe ist ein Bündel von, man nimmt die Weizen, nachdem man sie geschnitten hat, die Halme der Weizen aus dem Feld, kommen Arbeiter, man nimmt immer einen Pack zusammen und man bindet sie zusammen. Man kann ja nicht jedes einzelne nach Hause tragen. Macht man von dem Bündel, eine Garbe ist ganz einfach ein Bündel von Halmen von Weizen. Das ist ein Garbe. Dankeschön. Bitte. Die zweite, Herr Rabbiner, man hört Sie nicht mehr. Ich höre auch nichts mehr. Eine Sekunde, wir lösen das.
Hören Sie mich? Ja, jetzt. Danke. Ja, wir hören Sie wieder. Ja, wir hören Sie wieder. Wahrscheinlich ist ein Kabel hinausgefallen. Die kleinen Tücken der Technik. Gut, Sie wieder da zu haben. Ja, wo sind Sie stehen geblieben? Ja, also, was ist das? Vielleicht, er hat etwas Gewaltiges gehört in diesem Traum, mehr wie seine Brüder. Was hat er gehört? Vielleicht hat er schon gehört, es gibt eine Geschichte Ruben mit Bilha. Die Tora drückt sich sehr scharf aus. Die Tora sagt, Ruben hat zusammen gewohnt mit einer Stiefmutter, also keine Stiefmutter, also eine Nebenfrau von seinem Vater, mit der Bilha. Unsere Weisen sagen, das ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern Ruben hat Folgendes gemacht. Diese Geschichte mit Ruben und Bilha steht gerade anschließend, nachdem Rachel gestorben ist. Jakob ist ja zurückgekommen mit 4 Frauen von Haran, von Aram. Und unterwegs ist Rachel gestorben. Das war seine Hauptfrau. Er hatte 4 Frauen, aber die Hauptfrau war natürlich Rachel, weil er eigentlich nur mit Rachel heiraten wollte. Es hat sich dann die Umstände gegeben, dass er dann 4 Frauen hatte. Aber sein Plan war nur, Rachel zu heiraten. Das war die Hauptfrau. Als Rachel gestorben ist, stellt sich jetzt die Frage, wo stellt Jakob sein Bett hinein? Also wo schlaft jetzt Jakob hauptsächlich? Wer wird quasi seine Hauptfrau? Jakob, nachdem Rachel gestorben ist, hat die frühere Magd von Rachel, die Bilha, die nachher die Nebenfrau wurde von Jakob, hat dann übernommen die Erziehung der Kinder von Josef und Benjamin, der gerade geboren ist. Wir wissen ja, bei der Geburt von Benjamin ist die Rachel gestorben, ihren zweiten Sohn. Und dann hat Jakob beschlossen, jetzt wird quasi meine Hauptfrau Bilha. Und Ruben hat das sehr verdrossen. Er hat gesagt, gut, solange Rachel gelebt hat, war sie seine Hauptfrau, obwohl meine Mutter Lea zuerst geheiratet hat mit Jakob. Gut, das können wir verstehen. Aber jetzt, nachdem Rachel gestorben ist, soll die Bilha, die Nebenfrau quasi von Jakob, sie soll zur Hauptfrau werden und meine Mutter Lea quasi so wie eine Nebenfrau. Er war damit nicht einverstanden. Und ohne seinen Vater zu fragen, hat er das Bett von Jakob genommen, herausgetragen aus dem Zelt von Bilha und hat es hereingetragen ins Zelt von seiner Mutter Lea. Das war in seinem Eifer für seine Mutter, hat Ruben dies getan. Gehen wir einen Schritt weiter. Bevor Jakob gestorben ist, am gleichen Tag, hat er seine Söhne versammelt, mit ihnen gesprochen, hat sie gesegnet. Eines von den Dingen gesagt hat, ist, Ruben, deine Hurtigkeit, deine Schnelligkeit, deine Unüberlegtheit, dass du nicht überlegt hast, hat dazu geführt, dass du alles verlieren sollst. Von dir, Ruben, hätte sollen herauskommen die Könige. Das geht zu Juda. Du hättest einen doppelten Anteil in Israel bekommen sollen als Erstgeborener, als Bechor. Das geht hinüber zu Josef. Josef, seine Kinder, Manasse und Ephraim, wenn einen doppelten Teil bekommen Israel, so wie die anderen Stämme. Die Kehuna, die Priesterwürde, geht hinüber zum Levi. Also Ruben mit seiner Hurtigkeit und seiner Schnelligkeit hat alles verloren. Aber nach dieser Geschichte, Ruben hat es bereut und sagt, wer weiß, vielleicht werde ich nicht mehr gezählt werden unter meinen Brüdern. Vielleicht bin ich herausgefallen als Stammesvater vom jüdischen Volk. Und hat sich mit diesem Gedanken herumgeschlagen und hat nicht gewusst, was wird die Zukunft bringen, was wird mit ihm die Zukunft sein. Als er den Traum von Josef gehört hat, obwohl Josef hat es erzählt, aus einem Grund, dass alle sich zu ihm bücken. Aber Ruben hat in diesem Traum noch etwas gehört. Er hat gehört in diesem Traum, aha, Josef zählt mich mit allen Brüdern. 11 Sonne, Mond und 11 Sterne bücken sich zu mir. Ruben hat das quasi wie eine gewisse Vision von Himmel angeschaut.
Er hat gesagt, was höre ich in diesem Traum von Reuben, von Josef, obwohl es nur ein Traum ist, aber oft ein Traum hat viel Wahrheit in sich. Er zählt mich mit. Das heißt, dieser Traum deutet für mich persönlich, bedeutet etwas sehr Ausschlagkräftiges. Aussagen. Es bedeutet, dass ich zusammen bin mit allen meinen Brüdern. Ich bin also nicht hinausgefallen von den Zahlen der Stämme. Diese Hakaratatov, diese Dankbarkeit gegenüber Josef, das hat er gehört. Sagen unsere Weisen, weil Ishmael Ruben hat gehört, nicht jetzt gehört, hat schon lange gehört. Gehört, vor einigen Tagen oder vor einem halben Jahr, als Josef die Träume erzählt hat, hat er gesagt, ich habe ja von Josef etwas erfahren, das mir sehr viel gegeben hat. Er hat mit seinem Traum diese Vision gezeigt, ich bin zusammen mit allen Brüdern, ich bin nicht hinausgefallen als Stammesvater. Das hat ihn dazu gebracht, ihn zu retten von den Händen seiner Brüder. Dieser Karatatov, diese Dankbarkeit gegenüber Josef. Und vergessen wir nicht, Josef hat das ja nicht erzählt zum Vorteil von Reuben. Er hat es zu seinem Vorteil erzählt. Aber dennoch, Reuben hat gesagt, ich habe von diesem Mann etwas profitiert. Er hat mir durch diese Vision, durch seinen Traum, habe ich gefühlt, ich bin wieder drin zwischen allen Brüdern. Das hat dazu gebracht, diese Dankbarkeit. Er war sicher, hat auch den Neid verspürt, dass alle Brüder verspürt haben, etc. Aber diese Dankbarkeit, sagen unsere Weisen, das hat Reuben dazu gebracht, seine Brüder zu retten, sagt, nein, meine Brüder, bringt ihn nicht um, wirft in diese Grube rein. Der Plan kam nicht zum Ausführen, weil sie ihn dann verkauft haben zwischendurch, aber sein Plan war in der Nacht, am Abend, wieder zurückzubringen zu seinem Vater. Also sehen wir, wie weit das geht, diese Attribut von Hakaratatov, von Dankbarkeit. Und ich werde vielleicht, wenn wir schon von diesem Punkt reden, etwas noch hinzufügen. Etwas sehr merkwürdig, sagt der Midrash. Midrash in Ruth sagt Folgendes. Wenn Reuben gewusst hätte, dass die Tora über ihn schreiben wird, dass er den Josef gerettet hat aus den Händen seiner Brüder, dann hätte er nicht gesagt, wir sollen ihn in die Grube hineinwerfen, sondern hätten Stand-up-E sofort. Sofort hätte er den Josef genommen, angepackt, auf die Schulter genommen und ihn nach Hause getragen. Sehr ein sonderbarer Midrash. Was heißt das? Wenn er gewusst hätte, dass die Zeitungen über ihn schreiben werden, dass die Medien über ihn schreiben werden, dass er etwas Großartiges gemacht hat, dann hätte er etwas noch Großartigeres gemacht. Ja, so wie heute kennen wir, ja, Politiker, die alle schauen, was die Medien schreiben werden über ihn. Das ist die Hauptsache. Das kann man aber nicht von Reuben sagen. Wenn er gewusst hätte, dass die Tora bezeugen wird auf ihn, dass er ihn gerettet hat, dann hätte er nicht nur hineinwerfen lassen, sondern hätten sofort angepackt, heraufgesetzt. Er war der Älteste, die Brüder hätten sich nicht entgegensetzen können, hätten heraufgesetzt und wäre mit ihm nach Hause gerannt und gesagt, Papa, da hast du deinen Josef. Die Antwort ist wieder in die gleiche Richtung. Wenn Reuben gewusst hätte, wie weit, wie wichtig und wie tief dieses Attribut der Dankbarkeit der Karatatok ist, dann hätte er sich nicht begnügt, ihn hineinzuwerfen in die Grube und sagen, ich komme dann in der Nacht. Diese Dankbarkeit hätte zugefügt, dass in einem Moment den Josef nicht aus den Augen zu verlieren, sondern sofort anzupacken und nach Hause zu bringen. Nicht, weil die Tora schreiben wird über ihn, aha, ich bin der große Mensch. Nein. Reuben sicher nicht. Wir haben gesagt, unsere Großen haben sich nicht mit solchen billigen Dingen beschäftigt, sondern die Erklärung dafür ist, wie die es voranbringen, dass wenn Reuben gewusst hätte, wie weit die Tora schätzt Dankbarkeit, hier schätzt doch die Tora die Dankbarkeit von Reuben, sagt, weil Reuben dankbar war für Josef, deshalb hat er ihn gerettet, hätte er ihn
keinen Moment aus den Augen gelassen und sofort angepackt, heraufgesetzt und hat nach Hause getragen. Das ist es. Ruben hat verstanden, wie weit das geht, dieses Attribut von Dankbarkeit. Wenn man jemand dankbar sein muss, dann muss es ganz gemacht werden. Und zu 100% muss die Dankbarkeit ausgeführt werden und nicht nur teilweise. Und dann hätte er ihn ganz angepackt, weil er in die Grube reingeworfen ist. Zwischenzeitlich musste Ruben etwas erledigen gehen. Und in der Zwischenzeit haben die Brüder ihn dann verkauft. Und wie sie dann zurückgekommen ist in die Grube, war eben der Josef gar nicht mehr da. Und deshalb sagen unsere Weisen, wenn er gewusst hätte, wie weit das geht, Attribut von Dankbarkeit, dass die Torah bezeugt, dass Dankbarkeit ist etwas Gewaltiges, dann hätte er es noch mehr, noch vollständiger gemacht. Sofort hätte die ganze Dankbarkeit gezeigt, indem er ihn heraussetzt auf die Schulter und hätte ihn nach Hause getragen. Ja, die Zeit spielt eine Rolle. Schon, haben wir noch einige Minuten oder müssen wir da bleiben? Bitte. Bitte weitermachen. Wir haben noch 10 Minuten. Gut, okay. Wenn wir noch 10 Minuten haben, werden wir vielleicht noch ein weitergehen. Und zwar werden wir weitergehen zu Moshe Rabbeinu. Finden wir wieder genau das Gleiche. Wir finden das bei allen unseren Persönlichkeiten, diesen Gedanken von Dankbarkeit. Wir wissen, Moshe Rabbeinu ist aufgezogen worden im Palast von Paro und die Tochter von Paro hat ihn herausgezogen mit dem Kästlein Teva, herausgezogen aus dem Fluss und hat ihn dann bei sich aufgezogen. Der Schluss war dann, er ist herausgegangen und hat gesehen die schwere Arbeit, die seine Brüder leisten in Ägypten und hat ihnen geholfen und hat getrachtet, wie man helfen kann, obwohl er war ein Prinz. Josef ist, Moshe hat gewohnt im Hause von Paro. Er hieß, man hat ihn genannt in Ägypten Moshe ben Bitya. Moshe, der Sohn von der Prinzessin Bitya, war so wie ein Prinz im Hause Paro. Das ist die Ironie, dass Paro seinen größten Widersacher bei sich zu Hause aufgezogen hat. Das ist die Ironie von dieser ganzen Geschichte. Aber auf jeden Fall, Paro hat ihn effektiv in seinem Palast geduldet, aufgezogen, bis es dann so weit gekommen ist, dass er dann gesehen hat, wie ein Ägypter wieder mal jeden Tag draufgegangen schauen, wie seine Brüder schwer arbeiten, hat es nicht ertragen können, hat gelitten von dem sehr, obwohl hätte er im Saus und Braus leben können. Er ist ein Prinz, er ist herumgegangen mit Dienern, es hat ihm nichts gefehlt in Ägypten, dem Mosche. Aber nein, das alles hat ihn nicht interessiert. Interessiert hat ihn, wie es seinen Brüdern geht. Und einen Tag ist es gekommen, da sehen wir, ein Ägypter schlägt einen Israeliten, er möchte ihn umbringen, hat er den mit diesem Mitzri, Ägypter, hat ihn dann umgebracht, hat ihn dann verschachert und im Boden und man hat ihn dann verleumdet, Paro wollte, man macht es kurz, Paro wollte ihn umbringen und dann ist Moshe geflüchtet von Ägypten und ist gekommen nach Midian. Kurz und gut, in Midian ist er dann aufgenommen worden im Hause von Jitro, das war dann der zukünftige Schwiegervater. Moshe hat geheiratet mit Zipporah, die Tochter von Jitro. Und er ist geworden der Hirte. Moshe ist dann geworden der Hirte von seinem Schwiegervater und ist dann mit den Schafen gezogen in die Wüste und so weiter. Und eines Tages dann kommen so zum Berg Sinai, zum Gottesberg. Und dann kennen wir ja den bekannten Episode mit dem Dornbusch. Wie er gesehen hat, ein Dornbusch brennt und wird nicht verbrannt. Ja, bleibt ganz. Ist in Nähe gegangen, dann hat Gott zu ihm gesprochen, kurz und gut. Hat eine große Diskussion stattgefunden. 7 Tage lang hat der liebe Gott verlangt von Mosche, gebietet von Mosche, dass er
der Erlöser des jüdischen Volkes werden soll. Moshe Rabbeinu hat es mit allen Vorwänden hat er das abgelehnt, bis man kann sagen, Gott hat ihn gezwungen am siebten Tag und wohl oder übel hat Moshe übernehmen müssen, die Leitung, die Führung des jüdischen Volkes, der Erlöser des jüdischen Volkes. Das sind unsere großen Streben ist danach, so wie die Politiker und jeder sagt, wählt mich, ich werde das Glück für das Volk bringen. Moshe Rabbeinu war überzeugt in seiner Bescheidenheit, dass er der absolut unbrauchbarste Führer, ungelungenste Führer sein wird. Er war auch in seiner engsten Geschichte, er konnte nicht gut reden, hat ein bisschen gestottert. Also das war nicht mein Mann, der gut, nein, du Moshe, du wirst, dich möchte ich als Führer haben. Also kurz und gut, am siebten Tag hat er dann angenommen, ich mache es einfach kurz, ja. Die Tora erzählt das ziemlich ausführlich, was das alles geschehen ist in diesen sieben Tagen, wo es Moshe Rabbeinu abgelehnt hat, der Führer zu werden. Am Schluss hat er es angenommen und dann finden wir etwas sehr Interessantes. Moshe Rabbeinu hat es dann angenommen und Moshe Rabbeinu sagt dann zum lieben Gott, mein lieber Gott, ich muss jetzt zurückgehen und sagt Folgendes. Und dann steht, Moshe kehrte zurück zu seinem Schwiegervater Jesse, Jitro, und er sagt, ich möchte zurückgehen nach Ägypten und ich muss schauen, wo meine Brüder noch leben. Was geht es da? Sagt der Midrasch, der liebe Moshe Rabbeinu hat dem lieben Gott gesagt, ja, lieber Gott, du gibst mir einen sehr großen Auftrag, ein ganzes Volk zu erlösen aus Ägypten. Aber ohne Erlaubnis von meinem Schwiegervater kann ich das nicht machen. Dieser Auftrag ist recht und gut, aber mein Schwiegervater muss damit einverstanden sein. Und wie Rashi gesagt, warum ist er zurückgegangen zu seinem Schwiegervater? Die tollere Schutt, um Erlaubnis zu bitten. Was hat Moshe Rabbeinu gesagt? Dieser Mann, ich bin war ein Flüchtling aus Ägypten. Dieser Mann hat mich hereingenommen, hat mir zu essen, zu trinken gegeben, hat mir seine Tochter gegeben. Ich bin ihm sein Leben schuldig, diesem Mann. Ich kann nicht ohne seine Erlaubnis. Hier geht es um die Erlösung eines ganzen Volkes. Und Moshe Rabbeinu sagt, sehr schön, aber es ist abhängig von der Erlaubnis meines Schwiegervaters. Warum? Hakarat Hatov. Dankbarkeit. Ich bin meinem Schwiegervater zu Dank verpflichtet. Hat einen mit einem ägyptischen Flüchtling hineingenommen, einen armen Tropfen. Hat mir zu essen, zu trinken gegeben. Hat mir seine Tochter zur Frau gegeben. Ich kann nicht einfach sagen, bye bye, ich bin weg. Das geht nicht. Stellt euch vor, die Erlösung eines ganzen Volkes ist abhängig von dem Ja oder Nein von seinem Schwiegervater. Und das lernt uns Hakarat Hatov. Das lernt uns eben das Attribut von Dankbarkeit. Moshe Rabbeinu sagt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Kann nicht gehen ohne Erlaubnis. Recht und gut, ein ganzes Volk muss raus aus Ägypten. Aber nur mit Erlaubnis meines Schwiegervaters. Er hat Glück gehabt. Der Schwiegervater hat gesagt, geh, lech le shalom, geh in Frieden. Aber, da sehen wir wieder. Moshe Rabbeinu hat nicht gehen können, wollen, ohne die Erlaubnis seines Schwiegervaters. Er hat mich hineingenommen. Ich kann nicht ohne Erlaubnis einfach abhauen, weggehen und sagen, ich bin nicht mehr da. Bye bye. Das geht nicht. Was wäre passiert, wenn er nicht zugesagt hätte? Wenn er verneint hätte, der Schwiegervater? Gute Frage. Es ist nicht passiert. Aber es ist eine gute Frage. Die Frage ist berechtigt. No, wir wissen, der liebe Gott führt die Welt. Wahrscheinlich hat der liebe Gott hineingegeben in das Herz von Jitro, dass er einverstanden sein soll. Aber auf jeden Fall, Jitro war ein guter Mensch. Ja, er hat, wir wissen ja später, ist Jitro gekommen in die Wüste und hat zum jüdischen Volk angeschlossen, ist übergetreten zum Judentum. Er war sehr ein guter Mensch, der Jitro. Aber auf jeden Fall, der liebe Gott führt die Welt und hat wahrscheinlich dem Jitro hineingegeben ins Herz, dass er Ja sagen soll. Aber auf jeden Fall, so viel lernen wir aber davon, dass Moshe Rabbeinu gesagt hat, ohne den Erlaubnis meines Schwiegervaters geht es einfach nicht. Kann ich nicht, lieber Gott. Ich muss seine Einverständnis einholen.
Gut, Zeit ist um. Wir bleiben da und wir verabschieden uns. Bis so Gott will nächste Woche. Es ist 9 Uhr. Ja, jetzt kommt das nächste Referat und ich muss es daher verabschieden. Wir verabschieden uns. Ganz herzlichen Dank, Rabbine Weimann. Das war sehr, sehr spannend. Danke an alle Teilnehmer und ich persönlich kann es kaum erwarten, Sie nächste Woche wiederzusehen. Wir freuen uns sehr auf den nächsten Kurs. Wir wünschen allen einen friedlichen und schönen Schabbat und alles Gute. Bis bald. Bleiben Sie gesund. Danke vielmals. Shalom, shalom. Alles Gute für alle. Schöne Woche. Ciao, bis und eine schöne Woche. Danke.